Hi Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft. Leider gerade sehr ungeschickt im Menü, aber das ist ja, glaube ich, egal. Ich habe mittlerweile den Nano-Suit bzw. Quantum-Suit, warum auch immer ich ihn immer Nano-Suit nenne. Ich glaube, ich habe sogar in der letzten Folge Nano-Suit genannt, obwohl der Quantum-Suit heißt, fertig. Habe auch schon die ersten kurzen Experimente gemacht, was der kann. Man sieht schon, hier ist Energie weg. Denn, hui, wir sind mit dem Ding super schnell, wenn wir rennen. Man sieht schon, das geht richtig gut ab. Kostet halt da leider die entsprechende Energie. Da ist irgendwie pro Ding eine Million Energie drin. Und ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich den dauerhaft weiter verwenden werde. Oh, da ist wohl mal ein Creeper in die Luft gegangen. Aber ich habe mir überlegt, ich nehme ihn zumindest erstmal mit und entscheide es dann später noch, wie genau das dann ausgeht. Weil es ist halt schon geil, mit dem so schnell zu sein. Dafür ist das Springen nicht mehr drin wie vorher. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, wenn man mal ein bisschen vernünftiger damit umgeht und nicht immer nur so super Sprünge macht. Das werde ich mir also noch überlegen müssen, aber ich hatte jetzt noch was anderes vor. Ich hoffe, ich habe alles Nötige dafür dabei. Jemand von euch hat mich netterweise daran erinnert, ich soll doch mal wieder was mit Buildcraft machen. Das ist auch ein guter Punkt. Der mache ich jetzt auch wieder was mit. Da gibt es nämlich noch gute Möglichkeiten, an die ich in letzter Zeit kaum geachtet habe. Ich weiß noch nicht, ob ich direkt wieder ein Query aufbaue. Warum ist das eigentlich so komisch? Soundverhältnisse. Ah, jetzt höre ich es ein bisschen besser. Natürlich höre ich die Tiere ganz laut, aber das Werkzeug fast gar nicht. Ah, jetzt ist es schon besser oder vielleicht auch nicht. Naja, wir nehmen hier auf jeden Fall gerade mal ein Stückchen Erde weg, denn ich habe mir entschieden, ich möchte mir hier noch eine kleine, ja, Fabrikhalle sozusagen hinbauen. Im Stil wie die da vorne, nur nicht ganz so groß. Denn, ich höre nebenbei immer noch ein bisschen auf den Sound, weil es so komisch klingt, dass ich die Schaufel regelmäßig nicht höre. Was soll ich sagen? Ja, da werden wir Buildcraft ein bisschen was reinpacken. Ich habe es bisher nie vernünftig hinbekommen, mir eine Buildcraft-Energiemaschinerie aufzubauen. Und genau das möchte ich jetzt mal nachholen und die dann einfach mal nutzen, um mir damit einen, wie heißt es, einen Query zu betreiben. Und genau das wird dann gemacht. Ich weiß noch nicht, wie einfach das wird, denn das könnte recht problematisch werden, da das natürlich aber bekanntermaßen am allerbesten läuft es mit Industrial Craft Energie. Da kann man sich dann die Electric Engines machen und dann einfach einen Solar Array dran schließen und dann ist man glücklich. Aber mein eigentlicher Plan sieht ein bisschen anders aus. Nämlich so, dass ich mich da lieber mit Öl arbeiten möchte. Das gibt es für Buildcraft ja auch und das ist eigentlich ziemlich cool. So vom Verhalten her, ist unheimlich ineffektiv im Vergleich zu einfach Industrial Craft dafür zu übernehmen, aber es ist von allem, was Buildcraft selbst hat, das effektivste und deswegen möchte ich das halt auch gerne mal nutzen. Und dafür baue ich mir jetzt hier so ein kleines Industrieplattförmchen. Oh, upsala, war das ein Satz nach vorne. So ein kleines Plattförmchen, wo dann eine Halle raufkommt, wo wir dann unsere Ölverarbeitung drin bauen. Ja, hallo Bär. Ich hab dich auch lieber, aber da ich gerade auf Peaceful bin, wirst du mich jetzt sicherlich nicht angreifen. Ich habe nämlich keine Lust, dass mich hier wieder irgendwelche Monster dabei stören. Zeitweise ist das okay, zeitweise aber auch nicht. Upsala, der war falsch. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob ich diesen Quantum Suit, so heißt der ja richtig, wie lange ich den jetzt wirklich benutzen will. Aber wie viel und ich bin noch am Überlegen, wie ich das jetzt. Nee, der war ein zu weit. Wir machen das lieber weiter hier hin. Ich habe sogar noch welche in Reserve. Sehr gut. Denn der ist zwar schon cool, aber leider auch. Nee, das war sogar noch nicht mal richtig. Ich muss doch hier weiterhin. Leider, leider frisst das Ganze doch viel Energie und ist vom Verhalten her teilweise sehr komisch. Also so vom Energiebedarf her geht es ja noch, wobei hier halt schon was durchaus was angebrochen ist. So, der Fußboden muss ich mir jetzt schon Gedanken zu machen. Was hatte ich hier denn nochmal als Fußboden genommen? Ich glaube nur Stein, oder ja. Man muss ja sagen, das ist schon geil schnell. Und ist auch ganz gut, dass man das auf Kommando anmachen kann, weil man will ja nicht immer so rennen. Ich glaube, wir werden da jetzt auch einfach wieder Stein nehmen. Jedoch wird das hier ein bisschen mehr verteilt. Das heißt, die werden hier mit wegkommen. Man sieht schon, ich habe hier am Gravel gearbeitet, aber noch immer noch nicht fertig. Das wird mit voll gegravelt. Und ich glaube, du kommst als
So, schon mal hier vor. Dann heißt jetzt wieder Fußboden fertig. Und das Ganze kann sich hier durchaus auch in die Länge ziehen. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich da im Endeffekt für brauchen werde, das aufzubauen. Ich hoffe nicht allzu lange, dass ich schnell mit den eigentlichen Buildcraft-Sachen anfangen kann. Aber ich habe auch keine Lust, das jetzt auch noch offscreen zu machen. Ich mache ja schon den Dingsbums hier, den Gravel-Fußboden offscreen. Und ich will, zum einen will ich nicht immer alles offscreen machen, zum anderen will ich vor allen Dingen auch genug Inhalt für Folgen haben. Aber das Problem ist, wenn ich mir vornehme, ich mache das und das und das und das und das jetzt alles noch offscreen fertig, dann endet das wahrscheinlich damit, dass ich da erstmal ein paar Tage, doch schätzungsweise wahrscheinlich schon, zumindest Zeit für brauche. Und diese Zeit dann halt nicht nutzen kann, oder in dieser Zeit nicht aufnehmen kann, sodass mir dann hinterher irgendwann Folgen fehlen. Und ich mich dann wieder darüber ärgere, dass ich eigentlich noch mehr Folgen haben möchte. So, für den Fußboden gebe ich mich jetzt erstmal mit zufrieden. Denn wir fangen jetzt mit der Mauer an. Die Mauer wird hier wieder aus dem Reinforced Stone gebaut. Na, komm schon. Wenigstens gibt mir Minecraft dazu jetzt ein bisschen Musik. Das ist doch ganz schön. Teilweise habe ich unten ein bisschen mehr Stein da, dann ist das vom Falten der Kanten her etwas komisch. So. Das da, das da. Zum Glück haben wir noch gut was davon. Ich muss mir dabei Gelegenheit mal wieder einen neuen machen. Wobei das jetzt ja einfacher ist, seit man alle Materialien dadurch per EMC bekommen kann. Sonst müsste ich mich wahrscheinlich irgendwie alle 3 Folgen hinstellen und mal wieder runter in die Erde, weil mir irgendwas fehlt. So. Aber das muss jetzt nicht sein. Meintet ihr auch von wegen, bitte nicht zu häufig irgendwelche Sammeltouren nach Rohstoffen. Kann ich auch verstehen. Das ist jetzt nicht so spannend, wenn ich in der Höhle nur nach Rohstoffen suche. Wobei ich mir durchaus vorgenommen habe, eine richtige Höhlenerkundungstour zu machen, wo ich eine Höhle ausbaue ein bisschen. Da weiß ich aber noch nicht sicher, wann ich das mache und wie ich das mache. Aber das wäre auch mal so eine Idee. Jetzt habe ich da nicht echt alle Steine von aufgebraucht, oder? Na, zum Glück habe ich da noch welche. Sehr gut. Das wäre ein bisschen ätzend, wenn wir die jetzt hier im Bau ausgehen. So, und dann kommen wir jetzt zu den Ziegeln. Da habe ich mir auch schon ein paar Gedanken zu gemacht. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das gerne hätte. Der war falsch. Ich mache es mal wieder so, dass ich hier auf die Kante gehe. Das ist einfacher. Zum Glück habe ich das hier auch noch nicht wie in dem... Wie man das in der 1.3 hat man das ja jetzt, dass man die Baumstämme so verquersetzen kann, wenn man dann irgendwelche Halfstones hat, dass man die auch gerne mal ungeschickt hinsetzt oder Treppen. Da habe ich mich schon so oft, wenn ich jetzt ein bisschen da gespielt habe, ich habe ein paar andere Mods ausprobiert, habe ich mich da so oft wohl geärgert, dass ich etwas bauen wollte und dann irgendwie x-mal mal abbauen musste, weil irgendwie wieder etwas falsch platziert wurde. Und wenn es so war, dass man in der Treppe ein bisschen falsch geklickt hat und sie sich dann kopfüber gebaut hat, wo man das da so gar nicht gebrauchen kann. Ich finde die Idee zwar gut, dass sie sagen, ja, man kann die Sachen jetzt in verschiedene Richtungen platzieren, aber irgendwie, wie man das hinbekommt, funktioniert einfach noch nicht vernünftig. Da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. So. Und dann machen wir das nämlich jetzt so, dass ich hier direkt das Ganze nochmal einen höher baue. Dann geht das nämlich so hoch. Ich glaube, ich werde hier auch keine richtigen, nicht wieder die Lampen verwenden, sondern hier wieder drin wieder richtige Fackeln. Denn so verkehrt finde ich die bei Buildcraft jetzt gar nicht. Da fallen die nicht ganz so raus. Das heißt, sie passen ein bisschen mehr noch zu dem Steampunk-mäßigen, was da noch drin ist durch die Steam Engines, wobei ich die halt nicht verwenden werde, weil die jetzt nicht so effektiv sind. Dann kann ich besser die Combustion Engine und damit die Ölproduktion verwenden. So, das haben wir dann. Dann mache ich das hier so zu. So. Auf das hier nämlich so ein bisschen
kriegt das hier gar nicht so eine große Oberkante, sondern halt nur so was bisschen kleineres. Und ich habe hier auch schon einen zu weit gebaut. Und insgesamt wird das Gebäude halt ein bisschen kleiner. Aber ich denke, es wird trotzdem ziemlich cool. Dürfte für Buildcraft dann auch reichen. Da brauche ich nicht so. Die Sachen sind halt alles dann immer einzelne Blöcke. Da muss man so ab und zu Rohre verteilen. Aber das war es dann auch schon wieder. Und wie habe ich hier. Wahrscheinlich habe ich hier von der Kante her so doof gebaut, weil das hier unten vom Verhältnis her alles nicht passt. Aber egal, ich finde es trotzdem irgendwie schon cool. Und hier kommt dann nämlich jetzt noch ein bisschen Glas rein. Und wenn es hell ist, wenigstens ein bisschen Tageslicht hat. Ging das Bauen sogar recht fix, stelle ich gerade fest. Ich habe hier jetzt nicht so lange für gebraucht. So. Und dann nehme ich mir das Zeug mal alles wieder hier rein. Ich bunkere meinen Beutel da momentan mal ganz schön zu. Und werde jetzt erstmal los müssen, ein paar Sachen holen. Nämlich zum einen werde ich auf jeden Fall mehr Stone brauchen. Also bevor ich losgehe, kann ich erstmal schon mal ein paar Fackeln platzieren. Ja, da sollte gar keine. Oder habe ich noch Induction Torches? Habe ich noch? Ja, sehr schön. Die möchte ich nämlich für hier außen auf jeden Fall wieder. Und ich glaube, ich verwende die innen auch. Doch, das ist ganz cool. Wenn wir hier eine machen, machen wir da auf jeden Fall auch eine. Dann kommt da eine, dann kommt da. Und dann passt das ja schon fast wieder. Ja, den lassen wir raus. So, ich denke, damit bin ich zufrieden. Jetzt brauchen wir Steine und werden bauen müssen. Da kann ich mit den. Doch, da kann ich eigentlich mal direkt hier hingehen, dass ich mir die ganzen Pipes an. Ich schwimme hier auch sehr schnell, stelle ich fest. Hui! Aber die Steuerung ist auch komisch. Also, dieser Quantum Suit hat da auch seine Nachteile, was Steuerung angeht. Aber wenn ich den verwende, kann ich mir wenigstens wieder vernünftige Stufen reinbauen. Das ist total strange, dass man über die Half-Slabs nicht so gut rübergehen kann, wie über richtige Stufen dann. Nicht total Banane. So, du kannst noch weg. Ob ich hier dann noch Eisen habe? Na, egal. Ich brauche erstmal welche davon. Ich kann mich auch das, was ich sonst noch mache, brauchen. Ich brauche Glas. Ich brauche Gold. Ich brauche ein bisschen Holz. Holz habe ich sogar auch da. Sehr gut. Ja, und Stein habe ich da ja schon. Brauche ich ja nicht mehr rausnehmen. Kann ich einfach so reintun, den nächsten. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie rum das war. Aber ich glaube, damit gebe ich mich da schon zufrieden. Davon werde ich nicht so viel brauchen. Und Glas werde ich jetzt mehr brauchen. So, denn. Jetzt mal ein bisschen überlegen. Doch, das müsste so rum gewesen sein, oder? Nein, es war nämlich genau andersrum. Ha. Dann war es auch gut, dass ich mir hier mehr gemacht habe, denn das gibt uns schon mal Wooden Pipes auch und dann ist mein Platz schon wieder voll. Das heißt, hier kommt erstmal dahin. Ich stelle fest, ich mache mir gerade viel zu viele Wooden Pipes. So, habe ich mich ein bisschen verschätzt. Naja, aber dafür werden wir ganz viele Goldpipes brauchen. Von den Wooden Pipes kann ich eigentlich schon wieder welche rüberschicken. Mehr als ein Stack werde ich da nicht brauchen. Ich brauche von den Goldpipes auch nicht so viel, da kann ich auch welche rüberschicken. Und vom Glas eigentlich auch. So, schwupp, gehen wir einfach kurz rüber. Die sind hier, müssten vom Lagern her ja schon funktionieren. Ich hätte mir die auch von drüben holen können, wenn ich da motiviert gewesen wäre. Ja, mach du mal kurz. Dann stelle ich mich hier mal hin, mache hier noch ein bisschen mehr. So, dann kriege ich die nämlich da alle wieder rein. So, das werden wir jetzt gleich noch brauchen. Der kann wieder aus. Oh. Das mit der Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, wir brauchen dann nämlich ganz viel Redstone.
Denn damit können wir hier raus. Na, ging das nicht? So. Conduction Pipes machen. Conduction Pipes sind ja bearbeitete Pipes, die in der Lage sind, Strom zu übertragen. Und da brauchen wir Holz und Golden Pipes. Es gibt auch noch Stone Pipes. Die sind halt dementsprechend sparsamer als die Gold Pipes. Haben aber den Nachteil, dass sie ihre Energie leichter verlieren. Und da ich mir das ja überlegt habe, das vernünftig zu machen, wäre das natürlich ein bisschen problematisch. So, haben wir sogar ziemlich genau passend für alles da. Sehr gut. Da haben wir dann gewaltig viele. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Truhen schon mal machen. Die ich mir da drüben dann hinstellen kann, wo ich dann die überschüssigen Pipes einlagern kann. Und dann muss ich mich langsam mal ein paar Engine-Sachen und sowas machen und ein paar andere Sachen. Und zwar, jetzt brauche ich doch wieder Glas, denke ich mal. Denn ja genau, wir brauchen für Pipes, für Tanks brauchen wir Glas. Ich nehme mal wieder den hier zur Hilfe. Da kommt dann alles, was wir da zum Bauen, zum Einrichten bauen, kommt rein. So, und wie ist das aber alles von der Lautstärke her noch immer? Komisch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, sollte passen. Denn dann machen wir uns jetzt ganz viele dieser Tanks. Die sind sowohl zum Lagern gut, als auch gleich noch für was zu bauen. Und da kann man halt lieber zu viel als zu wenig von haben. Vor allen Dingen, weil da aus so einem großen Stapel nur 64 rauskommen. Und 64 sind jetzt nicht ganz so viele, wie ich gerne hätte. So, du darfst da bleiben. Und dafür gibt es hier eine Verwendung. Man kann das für eine Pump bauen und für einen Refinery. Beides werden wir haben wollen. Dafür brauchen wir erstmal eine Diamond Gear. Und da kann ich schon mal gucken, was ich dafür für Gear brauche. Und Eisen Gear, okay, das kriegen wir hin. Und Eisen und Spitzhacken. Das heißt, mal sehen, ob ich noch genug Zeug da habe. Ja, da habe ich vor allem schon wieder viel zu viel Holz gemacht. Na egal. Gears kann man nicht genug haben. Hatte ich nicht sogar noch welche hier drin? Eine Iron Gear habe ich sogar noch. Sehr schön. Und da oben habe ich noch, stimmt, da habe ich noch Diamanten über gehabt, die ich zum Einlagern von Energie verwendet habe. So. Machen wir Stone. Und Stone ging, glaube ich, nur mit Cobblestone, ja. Super, also doch nochmal hier reingreifen. Und den Cobblestone wiederfinden. Und habe ich noch Gold drin? Ja, Gold habe ich noch drin, okay. Sonst müsste ich mir das nämlich auch direkt machen. So, dann können wir uns noch einen. Können wir direkt eine große Masse davon umwandeln. Ich glaube, ich habe mir zu viel genommen. Verdammt. Und hier habe ich es heute mit dem Abschätzen so ein bisschen. Naja, egal. So. Jetzt mache ich mir gar nicht mehr so viele weiter, denn ich brauche nur eine Raffinerie. Und den anderen Kram lagere ich mal in der Form. So. Gold. Und dann Diamanten. Ihr kommt dafür hier irgendwo wieder rein. So. Dann hatte ich festgestellt, ich brauche Redstone Torches. Bam, 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 bam. Use. Ja, da habe ich dann für nämlich schon alles. Dann haben wir die erste Refinery. Da brauchen wir, glaube ich, auch nur eine von, denke ich mal. Und dann brauchte ich noch eine Spitzhacke. Jetzt habe ich mir schon wieder viel zu viel Zeug hier. Denn für den brauchte ich... Ja, genau. Kommst wieder weg. Du kommst da noch rein. Und die Gier in die Mitte, die Mining Well. Und dann nämlich eine Pump. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch nur... Ja, brauchen wir nur eine. So, jetzt kann ich erstmal wieder Zeug wegpacken, was ich nicht mehr brauche.
Dann wird das schon mal wieder wegteleportiert. Das sieht auch gut aus. So. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das heißt, ich werde jetzt noch nicht mit dem Platzieren anfangen, sondern ich muss noch eine Sache organisieren, die wir dafür brauchen. Das Organisieren machen wir dann heute auf jeden Fall noch. Ich hätte mein Holz gern wieder. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wo hier die nächste... Ich weiß, wo die nächste Wüste ist. Kann man jetzt meinen Teleportkeller mal für was gut. Kann man auch mal den nutzen. Ich musste das irgendwann zeitweise nochmal umlegen, weil es nicht richtig funktioniert hat. Aber mittlerweile klappt es wieder. Vor allem, weil hier die Waypoints mittlerweile mal wieder gelöscht wurden. Da muss ich jetzt erstmal laden. Aber jetzt kann ich mir mal eben einen neuen machen. Wobei, nee, eigentlich brauche ich doch... Nee, brauche ich nicht. Mein Teleporter funktioniert jetzt, ja. Und das Spiel leckt hier jetzt gerade ganz schön vor lauter Aufbauen. Krasse Sache. Und macht komische Geräusche. Dabei will ich hier nur ein paar Kakteen haben. Und dann will ich, glaube ich, schnell wieder zurück. Meine Fresse, leckt das heute. Was ist denn hier los? Das habe ich ja sonst noch nie gehabt. Wir halt schnell wieder ab. Mann. So. Hier geht's jetzt wieder. So. Passendes Gerät müsste der hier, nein, der hier sein. Da habe ich noch Refined Iron drin. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Denn die haben eben C-Wert. Wir können es also einen schon mal hier reinlagern. Und uns dann mehr machen. Dafür muss er die erstmal lernen. Hätte ich das vielleicht doch nicht so machen sollen. Sondern ein bisschen geschickter, aber naja. Machen wir das mal so. Denn dann gibt es ja verschiedene Verwendungen. Wir möchten zu Industrial Crafting. Nein. Da, das werden wir jetzt haben wollen. Pipe Waterproof. Kann ich mir recht einfach machen, indem ich es hier rein tue und dann rausziehe. Das selbst hat keinen EMC-Wert. Aber... Oh Gott, ist die Musik jetzt auf einmal dann doch wieder laut. So. Ich hoffe, jetzt versteht man mich ein bisschen besser. Das werden wir jetzt wiederum mit Pipes nutzen wollen. Das heißt, ich brauche doch wieder Glas. Außerdem brauche ich dafür... Ja, Goldpipes kann ich gleich als einziges drauf verzichten. Aber ich brauche Stone Pipes, ich brauche Cobblestone Pipes, ich brauche Wooden Pipes. Diamond Pipes brauche ich nicht, gegen den Teleport Pipes nochmal. Ich muss nochmal ein bisschen schauen, was ich brauche. Denn es gibt Waterproof Teleport Pipe. Wie ging denn die normale nochmal? Die war ja, ach, das war das, ja. Dem Diamond Gears. Da muss ich mal schauen, ob ich nicht drüben noch ein paar Teleport Pipes habe und die dafür einfach verwende. Welche Waterproof Pipe gibt es denn überhaupt? Mach das mal ein bisschen anders. Da finde ich die, die ich habe. Redstone gibt es, Gold, Iron. Iron brauche ich. Es gibt eine Redstone. Wasserfeste Redstone. Wofür brauche ich das denn bitte schön? Nee, Eisen werde ich wohl eher weniger brauchen. Obwohl, doch, könnte ich mir sicherheitshalber auch einmachen. Aber da habe ich auch noch einen Tacken Eisen da. Ach, was soll's. Gold mache ich mir auch welche. Und dann brauche ich ja noch Redstone-Fackeln dafür. Es ist wieder leise. Irgendwie ist das heute sehr, sehr komisch, was den Sound angeht und alles irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum so. Dich hätten wir schon mal. Kommst du nämlich gleich in den Sack. Du kommst mit. Wenn sowieso Fackeln. Jetzt höre ich schon wieder fast gar nichts mehr. Ich mache das mal tacken anders. Ich mache das hier. Wobei, das Klicken ist da. Auf normaler Lautstärke. Das kann es also nicht sein. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Davon zwei. Und dann davon. Bisschen was. So. Du kommst da auf jeden Fall noch rein. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht wieder total verschätzt. Aber es sieht so aus. Das passiert
mir auch irgendwie andauernd. So viel werden wir da im Leben nicht brauchen. Da brauche ich eigentlich nur einen von den Wooden. Ich werde aber noch mehr Waterproof wahrscheinlich brauchen. Die kann man hier jetzt zu Waterproof Pipes machen. Da mache ich mir auch schon wieder viel zu viele. Mann, Mann, Mann. Nee, nicht die Engine. Bitte da drauf. Ich schicke die alle wieder weg. Dann können wir schon mal Kaktusgrün wieder mitnehmen. Ja, dann machen wir uns zuerst noch mehr Kaktusgrün. Dann muss ich auch den hier mitnehmen. Organisation und so. So. Hey. Warum auch immer er da jetzt nicht ging. Also wenn ich ihn in die Ecke lege, macht er nichts. An der untersten Reihe macht das nicht. Aha. Macht das in der obersten Reihe? Ja. Komisch. Naja, was soll's. Wird sicher seine Gründe haben. So. Jetzt hat er mir da auch schon wieder zu viel davon gemacht, weil ich da oben immer noch was drin habe. Verdammt. Muss ich mir angewöhnen, ein bisschen mehr aufzupassen. Zum Glück haben wir recht viel Waterproof gemacht. So, wer ist alles nicht Waterproof? Ihr. Kann ich eigentlich schon mal anwerfen, während ich die hier wieder reinpacke. Von den Cobblestone schmeiße ich jetzt auch schon mal wieder einen da rein. Nur zur Sicherheit nicht, dass ich mir da noch viel, viel mehr zu viel mache. Ich habe da so schon viel zu viel, aber ich muss es ja nicht übertreiben, weil 4 Stück passt von der Zahl her dann doch noch ganz gut. Dann haben wir noch einen Stack über, um den mit Teleport-Pipes zu verarbeiten. So. Kommt noch eine Kleinigkeit hier rein. Nämlich das Glas. Ist dann auch durch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir damit jetzt Schluss. Ich räume das hier eben noch rein. Bis zum nächsten Mal hole ich die Teleport-Pipes und dann zeige ich euch, was ich damit vorhabe zu bauen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.